Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Battle Minigame. Wir sind heute auf Trocken am Start in einem kleinen, aber feinen Raum. Und der Raum war auch schon im letzten Part klein und fein. Deswegen hat sich da nicht viel geändert. Aber ich sag mal hi. Vielleicht joinen ja heute mehr als drei Leute rein. Wobei wir auch mal vier waren, aber das hat sich dann zwischenzeitlich wieder geändert. Da waren mal zwischenzeitlich wieder zwei Leute und so. Ah, das ist alles traurig. Na, also wir hoffen mal, dass der Raum voll bleibt. Oder noch voller wird, als er jetzt schon ist. Ich sag mal so, drei Leute, das ist eine gute Zahl, um zu kämpfen. Vier Leute ist auch geil. Acht Leute wären perfekt. Zwei Leute. Aber das ist halt so das Risiko, wenn man einen Raum hostet. Ja. Du hast halt das Pech, vielleicht kommt jemand rein und geht wieder raus. Oder du machst einen Raum auf und keiner kommt rein. Ihr kennt diese Momente doch, ja. Wir haben das schon oft genug hier in Minecraft Switch miterlebt, dass wir einen Raum aufgemacht haben und keiner jointe rein. Und wenn, dann nur drei. Ich habe das Gefühl, dass Battle Minigame momentan so ein bisschen zum alten Eisen gehört, weil ich habe letztens auch einen Raum von Glide Minigame gehostet. Und zack, direkt war der Raum voll. Also das ist wirklich ein sehr, sehr komisches Pflaster. Sehr, sehr dubios. Ich kann überhaupt nicht sagen, warum. Es ist halt wirklich, ich check's nicht. Naja, gut. Vielleicht gehört Battle Minigame ja wirklich zum alten Eisen und keiner will's spielen. Vielleicht. Hey. Hey. Na? Ha. Ich meine, normalerweise müssten die Leute in Massen jetzt hier in den Raum stören. Nicht stören. Strömen. So. Ich würde erstmal stören sagen, aber nein, das meine ich auch nicht. Und stöhnen wäre auch nie. Na, wobei. Komm in den Raum gestöhnt. Oh. Ja, vielleicht doch. Wer weiß. Er wurde mit Magie getötet. Leckeres Magie. Natürlich verlässt du den Raum, du alter Holzkopf. Ach. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich hab verloren. Ich muss jetzt aus dem Raum rausgehen. Mein Gott, zum Kotzen ist das doch hier. Boah, was ist das für ein Stock? Ist das ein Stock oder ist das ein Schwert? Das ist vielleicht das Steinschwert Verbrennung. Ich hab keine Pfeile, Mann. Los, komm her! Ich will mit dir baden, du Schwein. Was geht ab? Ich glaube, der Stärketrank hat geregelt. Ey, bitte, Mann, warum verlassen... Ey, ich check das nicht. Jetzt geht der eine, der gerade eben reinkommt, ist wieder raus. Bist du irgendwie vollkommen behindert? Wenn das gleich der Fall eintritt, dass der andere auch verlässt, dann würde ich sagen... Ja, komm, er will direkt weiterspielen. Dem Willen kommen wir nach. Aber wenn jetzt gleich echt der Fall eintritt, dass er jetzt auch gleich den Raum verlässt, mein lieber kleiner Bruder namens Hommelschillachmelaklaschmene. Ich weiß nicht, ob er so heißt, das sag ich jetzt einfach mal. Ich gucke mal, ja. Also wenn der Raum sich jetzt gleich nicht mehr bald füllt, wenn er jetzt auch gleich den Raum verlässt, dann würde ich einfach mal sagen, dann beenden wir den Part. Was? Nein! Ich hab doch einen Recktrank getrunken! Du Schwein! Lass das doch sein! Ja gut, jedenfalls jetzt fühlt er sich vielleicht besser und... hat vielleicht Bock, jetzt noch weiter drin zu bleiben. Ich glaube, wir haben Sympathie erzeugt, so muss das sein. Das ist Marketing, ja? Ja, mein Bruder ist... Was knapp? Guten Tag. Ja. Oh mein Gott, wir sind vier Leute. Also, dass ich mich halt echt mal über Leute freue, das ist halt echt krass, ne?
Ja, was Gabi? Ja. Ja gut, die Leute haben Bock auf Tal, da kriegen sie auch Tal. Ich meine, ihr seid hier in einem privilegierten Raum. Ihr habt das Privileg, Tal zu spielen. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Was knapp? Was knapp? Ja. Ich meine, hatte ich mal den Fall gehabt, dass ich in einen Raum reingejoint bin und es gab die Tal-Map als Auswahl? Ich glaube nicht, ne? Okay, komm, ich lasse dir die Truhe. Ich will noch eine Chance. Ich meine, jetzt sind wir 5 Leute. Der Raum ist voll. Schön ist die Welt. Ich denke sowieso das. Ich denke mal, in dieser Runde wird mindestens einer den Raum verlassen. Locker. Safe. Ja, was geht ab, mein Bruder? Jen Bogen. Dankeschön, Bruts. Dankeschön. Ich denke mal, es wird locker der eine oder andere den Raum jetzt gleich verlassen. Wenn es der Host ist, weil von wegen... die Team, ja, ekelhaft. Also hier und da sind Minecraft-Spieler schon berechnend. Auf der anderen Seite aber nicht. Also manchmal kannst du halt so in etwa erahnen, so was sie jetzt planen, was sie vorhaben. Und dann kommt es ganz anders. Ja. Hast gedacht, ich greife dich an, nicht wahr? Ja, war klar, dass er das Spiel jetzt verlässt. Also, ich sag ja, ich glaube, es war sogar der Host, ne? Ne, der. Es war der gerade eben reingejoint ist und jetzt spectated hat. Egal, wir brauchen den nicht. Wir sind nochmal 5 Leute geworden, lol. Was knapp. War nicht fertig. Oh, wir werden immer mehr. Oh mein Gott. Ich freue mich. Wo ist der andere Spieler eigentlich? Ja, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Moin. Immer schön begrüßen, Mann. Zusammen schaffen wir es auf der Titelseite, okay? Okay. Das ist doch hier echt behindert. Jetzt habe ich das einmal vorgemacht mit diesem, Guten Tag, Gozaimas. Oh ja. Wo ist der andere Spieler bitte jetzt? Ich muss mal kurz von der Aussichtsplattform drauf schauen. Ich sehe, wo ist der bitte? Das ist der Typ, mit dem ich, glaube ich, befriended bin, aber wo ist der andere? Weißt du, jeder weitere, der jetzt den Raum verlässt, das ist für mich Herzschmerz, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Ey, das wäre dann so Herzschmerz, Brudi. Ey, das wäre so traurig, meine lieben Brudingos. Alter, wo... Der dritte Typ, wo ist der bitte? Ey, ich finde den nicht. Wo ist der denn? Wo versteckt der sich? Das ist ja kein Hidden Seek. Ich hab das schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Guckst du meine Folgen eigentlich nicht? Hast du eigentlich einen Dachschaden oder so? Du mieses Schwein, du.
Dann bleibt mir nur eins zu philosophieren, und zwar Brudingus, wir müssen die Szene retten und bereinigen durch die ekelhaften Leute mit Leberflecken. Na gut, also es scheint wohl hier echt keine weitere Person zu geben. Ey, das ist doch komisch, aber... Ah, gut. Okay. Ja, nun! Okay, GG, du Sau. Ich hätte nicht gedacht, dass er das gewinnt. Ich dachte, ich hab ja einen Kill gemacht. Oder habe ich einen Kill? Habe ich einen Kill gemacht? Keine Ahnung. Ja, die sind heiß auf Tal. Ich hab's ja schon mal gesagt. Natürlich alle auf bereit klicken. Bisher haben 3 von 6 auf bereit geklickt. Ich würde die Leute bitten, wieder auf bereit zu klicken. Ansonsten werde ich sie alle umbringen. In der nächsten Runde. Natürlich auch nur symbolisch. Nicht ehrlich. Genauso wie ich in Spaltung 2 nicht persönlich meine, wenn ich jemanden beleidige. Das ist alles so spielerisch zu sehen. Ich bitte euch. Was geht ab? Danke für die Eisbälle, Bruders! Danke! So entsteht Beef. Ja, mit dem Werfen der Schneebälle fängt es an. Und dann hört es hier auf. Und dann verlassen die gleich den Raum. Dann haben wir den Salat. Oh, sind alle in den Raum gekommen. Auch selbst der jetzt gerade eben erst reingejoint ist. Nice. Oh. Direkt eine schöne Chestplate. So muss das. Okay. Versuchen wir mit dem, was wir jetzt gerade eben bekommen haben. Das ist nicht wenig. Wir haben jetzt schon 5 Rüstungen zu Anfang des Kampfes. Wir sind extrem tanky. Wie man sehen kann. Ja. Ketten, Hose, Eisenbrustplatte. Das ist gar nicht schlecht. So kannst du auch anfangen. Jetzt brauche ich nur noch ein schönes Steinschwertverbrennung. Oder ein normales Schwert. Und dann passt das. Wir haben ja sogar noch mal was bekommen. Also an Rüstung meine ich jetzt, ne? Also ich will, dass ihr das verstehen. Bitte. Au! Du Sau! Friss das! Vergiften können. Hey, was? Und jetzt wirst du vor mir penetriert, du Schwein. Was auch passt, weil du heißt Mr. Piggins. Verstehst du? Du bist ein Schwein. So, der nächste Tag der Schwäche geht für dich drauf. Wo ist der Typ? Ja, 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 ist klar. Ich hab verloren. Kinder. Alles ekelhaftes Gesocks hier. Wo ist der hoch? Wo ist der hingegangen? Ist er nach oben gegangen oder? Hä? Ich verstehe es nicht nun. So helfen Sie mir auf die Jumps. Please. Lol. HD. Aber wisst ihr, mit allen anderen Maps, die wir aus der Wii U-Version hätten und haben, wäre das alles so viel besser. Also dass man die nicht aus der Wii U-Version portieren kann, das ist ja schon dreckig irgendwie, oder? Man geht das nicht... Kein... Oder? Man kann ja Maps portieren von der Wii U auf die Switch.
Deswegen, wenn man irgendwie in der Lage wäre. Wenn irgendwie in der Lage wäre. Au! Du Sau, von hinten mit dem Schrank werfen oder was? Ich glaube, du hast einen Dachschaden. Du mieses Schwein. Was geht ab hier? Was geht ab hier? Ja, ohne Witz. Danke, Bruders. Hier hast du einen Pfeil. Und hier hast du einen Schwächetrank. Ja. Ohne Witz. So, dann werde ich dieses Ding da hinten jetzt klatschen. Ich probier's mal. Das sieht doch gut aus für uns. Ding, ding! Sogar eine Eisenspitzhacke hast du gehabt. Krass. Was knapp. Ja, und andererseits, wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, also, oder nicht? Sollte das nicht gehen, dass man irgendwie... Hey! Na gut, ich würde sagen, der Raum schließt sich so langsam. Da würde ich auch sagen, beenden wir den Part. Ich finde es schade, dass man nicht die ganzen Maps aus der Wii U-Version spielen kann. Also in der Battle-Version, ne? Die ganzen Battle-Maps. Finde ich schade, aber so ist das Leben. Jungs, Mädels, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und bye.